Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Create Life 2. Und heute wollen wir weitermachen mit unserem wunderschönen Hafengebiet. Wir haben ja unseren kleinen Aussichtsturm gebaut. Wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, guckt sie euch sehr gerne an. Sie war auf jeden Fall sehr, sehr cool und ist es sehr schön geworden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Tower, wie er gerade aussieht, wie er hier nach oben geht. Die kleine Treppe mit dazu, das hier unten dran. Und ich habe sogar noch ein bisschen mehr Deko an der Seite mit eingebaut. Mit einem Barrel. Hier ist. Warum war da gerade? Achso, wie das Name Tags. I see. Ein paar Büsche und sowas. Es ist einfach eine kleine cozy Deko-Ecke. Und heute wollen wir das generelle Hafengebiet ein bisschen besser gestalten. Das heißt, der ganze Boden hier wird ein bisschen anders. Wir können irgendwie schon mal ein bisschen in Richtung Ding hier rüber gehen. Also wenn wir den Weg entlang rüberlaufen lassen wollen. Wir wollen das hier alles miteinander verknüpfen. Und wir werden heute die Hafenstände bauen. Es gab ja den Vorschlag, dass ihr praktisch eigene kleine Marktstände bauen könnt und die im Discord einschicken. Und dementsprechend werden wir die heute hiermit aufbauen. Als erstes tauschen wir den Boden aus und dann kümmern wir uns, wie gesagt, um die kleinen Marktstände, die damit dazu aufgebaut werden sollen. Wir werden vielleicht zu 4, 5 Stück, vielleicht ganz vielleicht, kommen hier drüben später nochmal welche mit hin. Da hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Platz. Aber für jetzt nehmen wir uns erstmal ein bisschen weathered Limestone und tauschen den ganzen Boden aus. Und hoffen, dass es nicht so trist aussieht, wenn da jetzt alles gleich grau wird. Jetzt kommt wieder die ultimative Pew-Pew-Gun-Action. Look this. Oh, ich liebe dieses Tool einfach. Es ist so satisfying, damit irgendwelche Sachen auszutauschen. Auch wenn wir relativ viele Blöcke brauchen werden. Aber es geht komplett klar. Der Turm hier in der Mitte steht noch. Der Turm bin ich mir noch nicht. Es gab einmal ganz kurz die Idee, während wir jetzt gerade hier sind, dass wir vielleicht eine, wow, hallo Mr. Zug, einen Geheimgang machen, der hier rein, aber was heißt ein Geheimgang? Eigentlich nur eine Unterführung, einen Tunnel, dass wir hier reingehen können und dann entweder hier in der Mauer rauskommen oder, das war meine Idee, dass wir in diesem Tower hier rauskommen, dass wir praktisch die Treppe drehbar machen nach unten, so ein bisschen Harry Potter Style mäßig und wir dann praktisch mit der Treppe uns hochdrehen können und hier auf der Ebene rauskommen. Wäre eine Idee gewesen, aber jetzt tauschen wir erstmal weiter aus. Wir haben alles zu wunderbaren Bricks geändert. Oder nicht zu Bricks, sondern zu Limestone. Sieht das gerade so aus? Ist okay. Wir haben jetzt schon geschaut, was wir als Kaimauer gleich machen wollen. Denn wir, das ist einfach eine richtige Kaimauer werden. Ich glaube, so nennt man das auf jeden Fall. Es sind schon mehr Gebäude eingeschickt worden im Discord. Das heißt, wir werden auch gleich anfangen, die Stände und sowas hier zu bauen. Ich bin sehr gespannt. Jetzt schnappen wir uns erstmal, leider, weil wir das, Mann, ey Mann, weil wir das bei den anderen auch schon benutzt haben, theoretisch eine ähnliche Blockpalette wie das hier. Wir schnappen uns jetzt Eisen und Granitwalls. Und das wird dann praktisch unsere Mauer, damit die auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Tiefe bekommt und sowas. Die geht bis runter ins Wasser. Und dann haben wir den Teil theoretisch schon abgeschlossen. Dann können wir uns vorne um ein bisschen was kümmern. Und danach um die ganzen kleinen Gebäude. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen Granite und ein bisschen Iron Blocks. Und dann geht ab. Wir sind soweit, Freunde. Wir sind jetzt gerade kurz dabei, ein kleines Design für die Kaimauer, so heißt das Ding, zu finden. So sieht das gerade aus. Ich bin mir selber noch nicht sicher. Mein ursprüngliches Design war das hier. Dann wurde das hier vorgeschlagen. Finde ich sehr schön. Und das dritte ist gerade eine Mischung aus beiden. Das ist das hier drüben. Finde ich für jetzt eigentlich, glaube ich, am schönsten. Deswegen werden wir das bauen. Das heißt, wir machen so eine Leiter überall praktisch mit hoch. Wir haben einfach das Design hier generell. Ich habe noch nicht geschaut, wie es von hier hinten aussehen würde. Aber eigentlich kein großer Unterschied, ne? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier Granit ist, praktisch. Das sieht da vielleicht ein bisschen komisch aus. Da finde ich das hier, glaube ich, ein bisschen cooler. Weiß aber auch nicht, ob man irgendwie darüber nochmal einen Rand machen könnte oder was dann doof aussehen würde. Wenn da jetzt nochmal der Rand ist und darunter erst die Mauer anfängt. Wir probieren einfach mal aus. Wir bauen jetzt erstmal fertig oder wir bauen ein Stück weiter. Und danach zeige ich euch ein kleines Update. Ah, da bin ich gerade, schwimme ich gerade kopfüber? Oha! Diesen Move können nur professionelle Minecraft-Spieler machen. Daran erkennst du, dass du ein professioneller Minecraft-Schwimmer bist. Na, könnt ihr das? Ich glaube nicht. Ja, wir bauen jetzt erstmal fertig oder weiter und dann gucken wir gleich, ob das schön aussieht. Ich hoffe schon. Freunde, wir haben soweit unsere Kaimauer pretty much fertig. Jetzt fehlt natürlich noch der ganze Zeug weiter unten. Das ganze Zeug weiter unten. Das heißt, so sieht sie gerade aus. Kleine Overview. Die Leitern kommen nicht überall dran. Die Leitern kommen nur ab und zu irgendwo mit dazu. Aber jetzt machen wir die ganzen Sachen unten nochmal mit weg. Das heißt, die ganzen Blöcke und sowas, die hier noch mit dran sind. Das wird ja alles zu Wasser, wie es hier hinten schon ist. Hier unten unsere Bauarbeiter-Crew. Die ist auch mit am Start. Die freuen sich schon, wenn sie bald wieder Blöcke platzieren dürfen. Und wir lassen die Kaimauer hier ein Stück weitergehen sogar. Das heißt, das hier ist ja ein bisschen niedriger. Da machen wir nochmal so eine kleine Treppe
Treppe oder so runter. Dann sind wir primär auf der Höhe, später gehen wir auf die Höhe runter und hier geht die auch nochmal weiter und läuft dann praktisch hier in die Wand rein. Aber ist, glaube ich, schon mal ganz nice. Stände sind soweit, glaube ich, auch schon sehr viele gekommen. Das heißt, wenn wir das jetzt gleich haben, dann können wir anfangen, die Mansion und sowas zu bauen. Wasser ist mittlerweile freigelegt. Es ist überall hier unten am Start. Sieht sehr, sehr cool aus, glaube ich. Die Leiter haben wir ein bisschen geändert. Und jetzt kümmern wir uns um die Stände, die hier hin sollen. Denn ich habe hier mal mit Erde ein bisschen markiert, wo hier was ungefähr hin soll. Es wird sich vielleicht später noch verändern. An diese weiße Mauer sollten ursprünglich nur die Stände hin. Jetzt haben wir das ein bisschen umgeändert. Hier kommt ein Eisstand hin. Daneben ein kleiner Kuchenstand. Hier vorne in dem ganzen Bereich hier, also sagen wir so von hier bis hier rüber, da kommt ein kleiner Sitzbereich hin mit so Sonnenschirm, bisschen Stehtische, Sitztische. Direkt am Wasser, damit man hier seinen Kuchen und sein Eis essen kann und währenddessen diese schöne Aussicht hat. Hier weiß ich noch nicht genau. Vielleicht kommt da auch irgendwie was sitztechnisch oder sowas hin. Mal schauen, vielleicht auch einfach ein Mülleimer. Da bin ich mir noch nicht sicher. Hier kommt, eigentlich würde ich hier gerne so einen offenen Stand haben, aber da gab es bis jetzt noch nichts. Vielleicht muss ich dann wirklich noch einen selber bauen. Hier drüben kommt ein kleiner Barstand hin, glaube ich, also wo es Getränke zu kaufen gibt. Hier würde ich gerne eine Plattform machen mit diesen typischen fest installierten Ferngläsern, wenn ihr die kennt, auf so Aussichtsplattformen. Vielleicht macht man das Ding sogar auf eine kleine runde Plattform, die sich dreht, so langsam, oder die sich drehen kann oder sowas in der Art. Aber ich hätte hier dann eben 303 solche Ausguckdinger, wo man sich so hochstellen kann und dann könnte man diese Creeper-Insel besichtigen oder sowas. Wäre ganz cool. Ist ein bisschen angsteinflößend, weil genau über einem dieser Container entlang fährt und dich jederzeit zerquetschen könnte, aber dementsprechend natürlich auch sehr cool. Das heißt, wir switchen jetzt erstmal auf den anderen Account und wir machen eine kleine Timelapse, wie wir ein paar wunderschöne Gebäude bauen. Und wir sind fertig, Freunde. Zumindest für den heutigen Tag. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet. Wir haben zwei Stände. Wir haben einen Eisstand und einen Kuchenstand. Da war eigentlich mal ein Itemframe dran. Zwei sehr unterschiedliche Stile, die wir hier verbaut haben. Das erste ist eben dieser Kuchenstand hier. Es fehlt noch super viel Deko drin. Die werden nochmal ein bisschen umgebaut. Da kommt innen drin kommt noch ein bisschen mehr rein. Außen kommt noch ein bisschen mehr mit dazu. Aber das rechts, kleiner Kuchenstand und links daneben ein kleiner Eisstand. Eigentlich wollte ich hier in den Kessel Milch machen, geht aber leider nicht. Ich glaube, das geht nur in der Bedrock Edition. Deshalb machen wir da vielleicht weißes Wasser rein oder gar nichts. Hier in diese Theke sollen später noch wirklich Süßwaren oder sowas mit dazu oder halt Eis. Vielleicht auch einfach Kessel mit gefärbtem Wasser. Wenn das geht, oh Gott, ich weiß es nicht. I don't know. Sowas in der Art. An die Itemframes kommt später noch was mit dazu. Aber das hier soll eben eine Eismaschine sein. Das finde ich ziemlich cool, wie das geworden ist. Also einfach der Mixer, es bietet sich ja perfekt dafür an normalerweise. Basin wird gerade geschrieben. Da können wir Milch reinmachen. Was ein geiler Call. True. Okay, aber da haben wir den Eisstand. Hier links entsteht gerade schon so ein bisschen so eine cozy Ecke. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mir fällt gerade ein, wir könnten auch eigentlich hier die Eingangstür machen. In das Ding hier rein. Würde sich perfekt anbieten. So. Und dann hätten wir da eben den Eingang dafür. Das hier soll immer so eine Art Mülleimer sein. Vielleicht macht man hier noch eine Lampe hin oder vielleicht so mit Slabs mäßig. Wäre vielleicht ganz nice, dass man, hier noch so eine ganz, ganz, ganz kleine Überdachung hat oder so. Aber vielleicht noch mal ein bisschen höher. I don't know, mal gucken. Und dann haben wir hier eine kleine Bank, diesen kleinen Sonnenschirm, da wieder Mülleimer, ein paar Bärbüsche und sowas. Und es entwickelt sich natürlich, ne? Das ist noch nicht final, wie es jetzt hier gerade aussieht. Aber ich glaube, so können wir euch ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Und ich glaube wirklich, dass das sehr schön aussehen könnte, wenn das ganze Hafengebiet hier am Ende eben solche kleinen Stände hat. Und ein bisschen wie so eine, ja, eher wie ein Pier ist und nicht wie ein Hafen. Und das soll es ja eigentlich auch sein. Das heißt eben hier Eisstand, Kuchenstand. Hier kommt nochmal was anderes. Haben wir auch schon was für im Discord theoretisch. Und hierhin sollte dann eben der Getränke und sowas. Und keine Ahnung, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr stark. Die Gondeln hier entlang, diese Ferngläser, die ich euch erzählt habe. Und der Geheimweg, ich sage aber Geheimweg, der geht am Ende dann, glaube ich, hier entlang. So ein bisschen sketchy, einfach komplett an der Küste, dass man überall runterfallen könnte. Hier kommt auch kein Zaun daneben. Es kommt, wenn dann, eher ein Seil, das sich hier entlang spannt, überall dran, damit man sich an dem Seil festhalten könnte. Und der,
Der läuft dann die ganze Zeit eben hier entlang und hier oben geht er dann irgendwo wieder hoch. Dann kommen wir hier raus und dann können wir wieder zurück auf den normalen Weg oder so. Das ist ein bisschen der Plan. Aber für jetzt bin ich zufrieden. Es sieht sehr, sehr schön aus. Das sind unsere Stände gerade. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie bis jetzt findet. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann. Peace.